Lars Eidinger ist zurück auf der Berlinale und sogar im Wettbewerb. Der Filmstar spielt in Apropos de John an der Seite von Frankreichs Kinodiva Isabelle Huppert. Für den 46-Jährigen war dies zu schön, um wahr zu sein. Also vor ein paar Jahren war das noch unvorstellbar für mich, dass ich irgendwann mal die Chance habe, mit ihr zu spielen vor der Kamera. Ja? Und dass sich das dann so einlöst und dass wir uns auch so gut verstanden haben. Und dass ich, ja, in dem Film gibt es eine Szene, wo ich ihr in der Rolle des Tim Ardenne, ich spiele einen Autor, der sich unsterblich in seine Verlegerin verliebt und er gesteht ihr seine Liebe. Und da war es schon so beim Drehen, dass es in gewisser Weise auf einer Metaebene stattgefunden hat, weil ich habe auch die Chance genutzt, einfach Isabelle Huppert meine Liebe zu gestehen. Eidinger überreicht Huppert den goldenen Ehrenbären, allerdings nicht persönlich, weil die Schauspielerin kurz vor ihrer Berlin-Reise positiv auf Corona getestet wurde. Worst case scenario, also das ist irgendwie wie ein Albtraum. Manchmal merkt man auch, was man an jemanden hat in dessen Abwesenheit. Also ich habe das Gefühl, jetzt merkt man erst, wie schmerzlich es ist und wie wichtig sie einem ist. Und das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Huppert wird am Abend live aus ihrer Pariser Wohnung zugeschaltet, um ihren Preis entgegenzunehmen. Die Laudatio hält ihr nicht so heimlicher Verehrer Lars Eidinger.